Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Katja Streso für den Sport. Auch von mir einen schönen guten Abend. Wir haben unter anderem diese Themen für Sie. EU-Gipfel im Krisenmodus, neue Uneinigkeit über den Nahost-Kompromiss und auch die 50-Milliarden-Hilfe für die Ukraine birgt Zündstoff. Die Zerstörung nach dem Sturm Hurricane Otis hinterlässt in der mexikanischen Touristenmetropole Acapulco ein riesiges Trümmerfeld. Lionel Feininger in der Frankfurter Schirn, eine Großausstellung mit 160 Arbeiten des Deutsch-Amerikaners, zeigt auch bisher kaum bekannte Werke. Ein EU-Gipfel im Schatten von zwei Kriegen. Trotz Dissonanzen gab es eine gemeinsame Erklärung zu Nahost. Darin unterstreichen die Staats- und Regierungschefs das Recht Israels zur Selbstverteidigung. Sie fordern aber humanitäre Korridore für Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Streit gab es über weitere Gelder für die Ukraine. Da stellen sich Ungarn und die Slowakei quer. Aus Brüssel Florian Neuhan. Der Tag in Brüssel beginnt mit einem fröhlichen Selfie. Sie stehen zusammen, so sieht es zunächst aus, auch mit dem Kompromiss zum Nahen Osten aus der Nacht. Da hatte sich Europa auf eine Formel geeinigt. Man fordert humanitäre Korridore, Pausen bei Angriffen für humanitäre Zwecke. Doch am Nachmittag zeigt sich, jeder legt diesen Kompromiss anders aus. Da wird etwa der spanische Ministerpräsident gefragt, ob Israel derzeit seiner Ansicht nach in Gaza das humanitäre Recht einhalte. Ich glaube, daran dürfen wir alle Zweifel haben. Nach den Bildern des Leids und der Vertreibung von über 1 Million Menschen in Gaza seit 3 Wochen. Zeitgleich ein anderer Saal und vom deutschen Kanzler das genaue Gegenteil. Israel übe hier sein Recht auf Selbstverteidigung aus, sagt Olaf Scholz. Natürlich geht es immer darum, das dann auch entlang der Regelungen zu machen, die zu beachten sind. Und wie ich schon gesagt habe, bin ich ganz sicher, dass Israel das auch tun wird. Europa diskutiert also weiter, auch über andere Themen wie die Ukraine. Der Gipfel sichert dem Land zwar langfristige Unterstützung zu, doch konkrete Gelder blockiert eher Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, zum Ärger vieler anderer. Wir sollen nicht hier Geiseln sein, auch von Herrn Orbán, und werden, ich bin schon überzeugt, positive Lösungen finden. Eine positive Lösung für den Nahen Osten könnte das, sagen Sie hier, eine europäische Friedenskonferenz sein. Zumindest dazu gab es heute keine zwei Interpretationen. Ulf Röller in Brüssel, was ist diese gemeinsame Erklärung zu Israel wert, wenn sie sofort unterschiedlich interpretiert wird? Also wenn man das ganz offen und sehr hart sagt, ist sie eigentlich nicht viel wert. Es ist doch sehr erstaunlich, dass man nach einem nicht mal einen Tag schon wieder auf öffentlicher Bühne streitet und uneinig ist. Europa will in der Region ernst genommen werden, im Nahen Osten, aber so verliert Europa an Glaubwürdigkeit. Es gibt eine Gruppe, und die wird größer, die sehr, sehr kritisch gegenüber Israel ist und immer wieder sagt, diese Blockaden des Gazastreifens gehen überhaupt nicht. Und sie warnen davor, auch vor einer Bodenoffensive, weil das unheimlich viele zivile Opfer bringen könnte, ganz voran der französische Präsident François Macron. Und es muss Deutschland quasi seine gesamte Autorität einsetzen, damit die Kritik an Israel nicht noch lauter wird. Fazit: Die EU würde gerne im Nahostkonflikt vermitteln und eine Lösung finden, aber sie hat eigentlich nicht mal ihren eigenen Nahostkonflikt im Griff. Dankeschön für diese Einschätzung aus Brüssel, Ulf Röller. Israel hat auf die Forderungen der EU bislang nicht offiziell reagiert, bekommt aber auch Druck aus den USA, sich an die Regeln des Krieges zu halten, ungeachtet seines Rechts auf Selbstverteidigung. Nach Angaben der Terrororganisation Hamas ist die Zahl der Toten im Gazastreifen auf 7.300 gestiegen. Überprüfbar sind diese Zahlen nicht. Und auch die Hamas schickt weiter Raketen nach Israel. Tim Krüger. Seit 3 Wochen hält der Krieg die Region in Atem und ein Ende ist nicht absehbar. Auch heute wieder schwere Luftangriffe der israelischen Streitkräfte. Immerhin, so das Rote Kreuz, haben heute wieder Hilfslastwagen und ein Ärzteteam den Gazastreifen erreicht. Das UN-Hilfswerk für Palästina warnt dennoch vor einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Es fehle an fast allen Hilfsgütern. Krankenhäuser, Schulen, UN-Einrichtungen, wo Tausende nach Sicherheit suchen, müssen respektiert werden. Have to be respected.
Das israelische Militär aber wirft der Hamas vor, unter anderem Krankenhäuser als Schutzschilde zu benutzen. In der größten Klinik im Gazastreifen, dem Schifa-Krankenhaus, bewege sich die Hamas frei und betreibe Kommandozellen. Von hier aus befehlen sie Raketenangriffe und führen Hamas-Kräfte. Die Terroristen operieren im und unter dem Schifa-Krankenhaus und in anderen in Gaza, vernetzt durch Tunnel. Offenbar gehen auch die israelischen Bodenoperationen im Gazastreifen weiter. Einheiten seien in der vergangenen Nacht erneut vorübergehend mit Panzern und Luftunterstützung einmarschiert, so das israelische Militär. In Tel Aviv gab es heute Mittag mehrfach Luftalarm. Eine Rakete aus Gaza schlug in einem Wohnhaus ein. 4 Menschen wurden verletzt. Das ist sehr erschreckend. Wir fühlen uns unsicher in einer Stadt, die die sicherste der Welt sein sollte. In Jerusalem gedachten gestern Menschen mit einer Lichtinstallation der von der Hamas verschleppten Geiseln. Laut einer aktuellen Umfrage sagen mittlerweile knapp die Hälfte der Israelis, es wäre besser, mit einer Bodenoffensive zu warten. Tja, seit fast 3 Wochen müssen die Angehörigen der Geiseln die Ungewissheit ertragen. Michael Beverunge in Tel Aviv. Die israelische Armee korrigiert auch immer wieder die Zahl der Entführten nach oben. Heute auf 229. Wie ist das zu erklären? Das hat 2 Gründe. Zum einen sind noch längst nicht alle Toten identifiziert. Das ist unglaublich schwierig. Viele Körper sind unglaublich verstümmelt, teilweise verbrannt. Das geht nur noch über DNA-Tests. Und man muss natürlich wissen, wer ist tot und wer gehört zu den Geiseln. Dazu ist auch die Zahl der Vermissten unklar. Nicht alle, die als Geiseln gekidnappt wurden, haben Verwandte. Das sind teilweise Zugereiste, es waren teilweise Gastarbeiter. Das heißt, diese Zahl ist auch noch nicht genau bestimmt. Hinter mir demonstrieren auf jeden Fall jeden Tag an die Hunderte. Heute sind es weniger, weil der Schabbat bereits begonnen hat. Aber die Rufe werden immer lauter und immer zorniger. Viele Angehörige der Geiseln fühlen sich von der Regierung schlecht unterrichtet. Und sie kritisieren, dass die Regierung zu wenig tut, auch wenn die eben in dieser Geiselfrage bei den Verhandlungen sehr wenig tun kann. Wir haben es gehört, fast die Hälfte der Israelis ist deswegen für eine Verschiebung der Bodenoffensive, um eben noch mehr für die Freilassung der Geiseln tun zu können. Danke, Michael Beverunge aus Tel Aviv. Schon vor dem Krieg war das Leben vieler Palästinenser geprägt von Armut und Arbeitslosigkeit. Ein Teil von ihnen hatte Jobs in Israel gefunden. Mehr als 190.000 Palästinenser arbeiteten nach Angaben der UN in Israel und in den jüdischen Siedlungen im Westjordanland. Seit dem Angriff der Hamas sitzen im Westjordanland auch tausende Arbeiter aus Gaza fest. Unsere Reporterin Alisa Jung berichtet. Das ist der Grenzübergang zwischen Israel und dem Westjordanland. Seit dem 7. Oktober kommt fast kein Palästinenser mehr rüber. Wer Arbeit in Israel hatte, steht jetzt ohne Job da. Diese Situation betrifft mich sehr, sehr, sehr. Meine Frau ist schwanger und ich habe Angst, was ich tun soll, wenn das Kind zur Welt kommt. Sie haben schon 6 Kinder. Najib al-Karaki konnte als Anstreicher in Israel viel mehr verdienen. Ob und wann die Grenze wieder für alle aufgeht, das fragen sich zehntausende Menschen aus dem Westjordanland, die Jobs auf der anderen Seite haben. Und auch rund 18.000 Menschen aus Gaza durften zuvor legal in Israel arbeiten. Nun sitzen viele wie hier in Ramallah fest. Ihre Erlaubnis wurde entzogen. Aus Angst, wie es nun weitergeht, will Abu Muhammad, dass wir sein Gesicht nicht zeigen. Alle diese Arbeiter haben nichts zu tun mit dem, was passiert ist. Das Leid der Arbeiter ist sehr groß. Hier sind so viele Menschen. Hier wurde uns geholfen, aber das ist kein Platz, um zu bleiben. Doch Israel fürchtet um die eigene Sicherheit. So dürfen die Männer hier nicht raus. Wir wollen nur, dass sie uns zu unseren Familien nach Gaza zurückbringen, damit wir sie sehen, bevor sie sterben. Sie sterben dort und wir sind hier. Wir wollen unsere Familien, Kinder und Frauen. Unklar, ob und wann sie wiedersehen.
Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz warnt vor gezielten Angriffen auf Jüdinnen und Juden. Der Antisemitismus in Deutschland habe ein neues Niveau erreicht. Im Spiegel sprach Thomas Haldenwang von einer Zäsur. Rund 1800 Straftaten habe es seit den Terroranschlägen der Hamas in diesem Zusammenhang gegeben. Der Judenhass auf deutschen Straßen erinnere, so wörtlich, an die schlimmsten Zeiten der deutschen Geschichte. Hass schürt Hass und die Aggressionen spüren nicht nur Juden, sondern auch Muslime. In Nordrhein-Westfalen haben jetzt beide Seiten ein Zeichen gesetzt und sind aufeinander zugegangen. Alexander Schwinning. Brandspuren an der Rückseite der Bochumer Moschee. Unbekannte hatten in der vergangenen Woche versucht, die Rollläden an der Moschee anzuzünden, zum Glück vergeblich. Dass das Treffen zwischen Vertretern jüdischer und muslimischer Gemeinden jetzt ausgerechnet hier stattfindet, sei kein Zufall, so der Chef der NRW-Staatskanzlei Nathanael Liminski. Er hatte die Idee zu den Gesprächsrunden. Und ich freue mich, dass die jüdischen Gemeinden diese Einladung angenommen haben und dass wir heute hier in Bochum ein Zeichen setzen gegen muslimfeindliche Gewalt. Ein Zeichen dafür, dass wir in diesem Land sicher und frei zusammenleben wollen, unabhängig von der Religion. Schon am Montag hatte sich die Runde getroffen in einer Synagoge in Köln. Das Ergebnis: eine gemeinsame Erklärung, in der die Gräueltaten der Hamas verurteilt werden. Nun also der Gegenbesuch in Bochum. Bis auf die unterste Ebene, so der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Köln, sollen die Mitglieder der islamischen Gemeinden wissen, dass ihre Anführer die Anschläge in Israel ablehnen. Das halten wir für eminent wichtig, weil dann erreichen wir wirklich, dass eine Veränderung in der Gesellschaft stattfinden kann, was Toleranz für andere Religionen angeht. Die Gespräche und ein Rundgang durch die Moschee fanden hinter verschlossenen Türen statt. Kameras mussten draußen bleiben. Die muslimischen Verbände finden im Anschluss klare Worte. Wir wollen auch, dass dann dieser Krieg schnell wie möglich beendet wird, weil es sterben Leute. Ist egal, von welchem Land, von welcher Nationalität, welcher Religion er stammt. Die Gespräche sollen fortgesetzt werden auf Verbandsebene und in den Gemeinden. Ein Anfang ist gemacht. Seit Monaten bewegt sich bei den Tarifverhandlungen im Einzel- sowie im Großhandel nichts. Deshalb rief die Gewerkschaft Verdi heute zu Warnstreiks auf. So wie hier in Stuttgart gingen bundesweit viele Beschäftigte auf die Straße. Für den Einzelhandel fordert Verdi 2,50 Euro mehr pro Stunde, mindestens aber einen Stundenlohn von 13,50 Euro. Für den Großhandel wird getrennt verhandelt. Die nächste Runde ist für kommende Woche geplant. Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Nordrhein-Westfalen haben Ermittler drei Jugendliche festgenommen. Der 14-Jährige und die beiden 15-Jährigen stehen im Verdacht, den Mann getötet zu haben. Sein Leichnam war gestern in Hornbad Meinberg gefunden worden. Die Jugendlichen sollen den Obdachlosen mit Fäusten und Messerstichen attackiert, die Tat gefilmt und später im Internet geteilt haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie ihr Opfer zufällig auswählten. Vor zwei Tagen hat Wirbelsturm Otis in Mexiko gewütet. 27 Menschen starben. Vier werden noch vermisst. Die von der Regierung versprochene Hilfe lässt auf sich warten. Um an Lebensmittel und Wasser zu kommen, plündern Einwohner Supermärkte. Vor allem in Acapulco an der Pazifikküste sind die Schäden massiv, viele Hotels zerstört. Claudia Bates berichtet. Am Badestrand von Acapulco, Hotelskelette. In den Hotels an der Strandpromenade versuchen verängstigte Touristen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Fassaden, viele Fenster zerstört, alles durcheinandergewirbelt, Telefon, Strom, Internet zusammengebrochen. Wenn man sich das anschaut, ist Acapulco ein totales Desaster. Es ist nicht mehr das, was es mal war. Der Park zerstört, die Gebäude, die Straßen. Ich würde es als totales Desaster beschreiben. Zu Fuß verlassen jetzt nach dem Hurricane viele die Stadt. Irgendwohin, wo man leben kann. Denn in der vorletzten Nacht war der Sturm an Land gepeitscht mit Regenmassen und Böen von bis zu 330 Stundenkilometern. Er war schnell zu einem Hurricane der höchsten Kategorie 5 angewachsen. Die Wassertemperatur im Pazifik vor der Westküste Mexikos ist viel höher als normalerweise zu dieser Jahreszeit. Und das hat die Voraussetzungen geschaffen dafür, dass der Sturm so intensiv wird. Die Menschen haben Hunger, plündern Lebensmittel
und alles andere gleich mit. Die Armee rückt an. Das große Aufräumen hat jetzt begonnen in Acapulco. Es dürfte wieder ein Publikumsmagnet werden. Erstmals seit 25 Jahren zeigt die Kunsthalle Schirn eine große Ausstellung von Lionel Feininger. Der Deutsch-Amerikaner gehört zu den populärsten Künstlern der klassischen Moderne. Gestorben ist er 1956. Eines seiner Lieblingsmotive waren Kirchen. In Frankfurt ist aber auch Spielzeug zu sehen, das er für seine Söhne schnitzte. Andrea Meuser. Holzspielzeug. Frühe Karikaturen, Selbstbildnisse, Holzschnitte und Fotografien. Lionel Feininger, ein Deutsch-Amerikaner, der große Teile seines Lebens in Deutschland verbrachte, hat all das geschaffen. Und jetzt will die Schirn uns all das nahebringen. Was man bei uns entdecken kann, sind die Werke, für die Lionel Feininger bekannt wurde, aber vor allem auch Arbeiten wie Karikaturen, seine Zeichnungen und die Fotografien, die jüngst erst entdeckt wurden, um damit den ganzen Feininger kennenzulernen. Der ganze Feininger, natürlich gehört da die kleine Kirche in Gelmeroda dazu. 4 Jahrzehnte, 5 Bilder, ein Motiv. Feininger und seine kristallinen Strukturen, wie man sie kennt. Feininger, wie man ihn kennenlernen soll, zeigen diese frühen Werke. Figürliche Bilder, Menschen und Mode einer vergangenen Zeit. Gleichzeitig humorvoll und karikaturenhaft. Es sind fantastische Szenerien, wo man nicht weiß, was für eine Geschichte erzählt wird. Aber sie sind wild und sehr frei. Aber es gibt auch diese Seestücke, ruhige Bilder von glücklichen Stunden an der Ostsee. 1937 kehrt Feininger in die USA zurück. Wie er die alte Heimat mit neuen Augen sieht, davon erzählen diese Bilder. Und die alten Diapositive mit dem Blick aus der Wohnung in New York, sie sind das letzte Schmankerl in dieser großen, vielfältigen Ausstellung. Und jetzt zum Fußball. Bayer Leverkusen gewinnt und gewinnt und gewinnt, Katja. Und gewinnt, genau. In der Tat sind die Leverkusener seit 13 Spielen nacheinander ungeschlagen. Gestern Abend in der Europa League bekam Karabach Agdam das geballte Selbstbewusstsein der Tabellenführer zu spüren. 5:1 der Endstand in der Bayer Arena. Bayer-Trainer Xabi Alonso lässt Florian Wirtz von Anfang an spielen. Gute Idee, denn Wirtz trifft nach 4 Minuten zum 1:0. Den Ausgleich durch Toral Bayramov per Foulelfmeter steckt Leverkusen leicht weg. Wirtz wird zum Vorbereiter für Alejandro Grimaldo nach einer halben Stunde. Und Victor Boniface erhöht noch vor der Pause auf 3:1. Beruhigende Führung nennt man sowas. Das Spiel ist keine Stunde alt. Da haben nochmal Grimaldo, wieder nach Vorarbeit von Wirtz, und Edmond Tapsoba die Führung auf 5:1 ausgebaut. Dabei bleibt's. Die torlaunigen Leverkusener sind in ihrer Europa-League-Gruppe das, was sie auch in der Bundesliga sind. Spitzenreiter. Und dann gab es noch 2 deutsche Siege. In der Europa League gewann der SC Freiburg 3:1 bei Bačka Topola aus Serbien. Und in der Conference League traf die Eintracht aus Frankfurt 6-mal gegen das torlose Team aus Helsinki. Morgen beginnt höchst offiziell die Wintersportsaison live im ZDF. Erst im Livestream, dann ab 12:45 auch im TV. Mit dem Riesenslalom der Frauen in Sölden. Es ist kein unumstrittener Termin, denn der voranschreitende Klimawandel ist auch dort am Gletscher ganz klar Thema. Seit 30 Jahren beginnt der Weltcup Ende Oktober auf dem Gletscher in Sölden. Werbung machen für den Wintersport und für den Tourismus, das ist die Idee. Wenn der Winter aber immer später Einzug hält, scheint dieses frühe Rennen zunehmend fehl am Platz. Das sieht auch die beste Rennläuferin aller Zeiten so. Ich denke einfach, die Umwelt an den Sport anzupassen ist verkehrt. Das sollte andersherum sein. Für Kritik haben aber auch die Arbeiten am Gletscher im Sommer gesorgt. Doch das Einebnen des Untergrundes war notwendig, um darauf nun eine ebene Skipiste zu präparieren. Die Natur nehme dadurch keinen Schaden, das Schmelzen des Gletschers bleibt davon unberührt. Das hat also keine Folgen, wenn man Pisten präpariert oder auch die Befahrung durch die Skifahrer wirkt sich nicht negativ auf den Gletscher aus. Und wenn es nur einmal schneit, sieht plötzlich doch alles nach Winter aus, so wie heute in Sölden. Ja, und mehr zu diesem Thema in unserer Doku Endspiel ums Klima auf sportstudio.de oder in der ZDF-Mediathek. Dankeschön, Katja. Gerne.
Zum Schluss etwas, das wir sonst unbedingt vermeiden. Eine saualte Geschichte. Sorry für die Wortwahl. Aber es geht um diese rund 11.000 Jahre alte Wildschweinstatue. Wissenschaftler des Deutschen Archäologischen Instituts haben sie in der Südosttürkei ausgegraben. Sicher eine Schweinearbeit. Aber sie hat sich gelohnt. Die Forscher fanden Farbreste zum allerersten Mal an einer Skulptur aus dieser Epoche. Dass sie all die Jahrhunderte erhalten blieb, Schwein gehabt. Morgen ist es südlich der Donau freundlich, sonst ist es nass. Mehr hat gleich Christa Orben. Um 10 begrüßt sie Dunja Hayali im Heute-Journal. Wir sagen Danke und Tschüss und bis morgen, wenn Sie mögen. Alles Gute Ihnen. Guten Abend. So langsam wird die Natur bunt, golden wie hier heute Morgen bei Erfurt. Golden zeigt sich der Oktober ja aber nicht gerade, sondern eher grau. Und das liegt an dem Tief Zeus. Das ist nämlich das steuernde Tief am Nordatlantik. Und das sorgt dafür, dass immer weitere Atlantiktiefs zu uns gelenkt werden. Und so setzt sich heute Nacht das eine Regengebiet im Nordosten fest. Aus Südwesten folgt dann aber schon das nächste. Am ehesten trocken bleibt es nur im Südosten. Die Temperaturen sinken auf 10 Grad an Nieder- und an Oberrhein und auf 4 Grad an den Alpen. Morgen gibt es dann ähnliche Temperaturen wie heute. Am kühlsten ist es an der Ostsee mit 9 Grad. Im Breisgau können auch 17 Grad erreicht werden. Wie der gesamte Oktober wird das morgen ein nasser Tag. Im Norden ist es dazu grau, bei einem nur auf der Seebögen östlichen Wind. Sonst frischt der Wind aus Südwest auf mit stürmischen Böen auf den Bergen und es gibt immer mal wieder Wolkenlücken und Regenpausen. Nur südlich der Donau setzt sich längere Zeit die Sonne durch und es bleibt trocken. Und wir bleiben an den Alpen. Da erreichen wir Temperaturen bis 21 Grad am Montag mit dem Südföhn. Ansonsten gibt es von Westen her aber immer neue Regengebiete. Und das war's von uns. Wir sagen Tschüss.